Wir beginnen mit einem neuen Kapitel, nämlich dem der Überlagerungstheorie. In der Überlagerungstheorie studieren wir topologische Räume über einem gegebenen Raum, das sei X, ein gegebener, zunächst fixierter topologischer Raum. Und dann bezeichne ich mit einem Raum über X einfach einen Raum, einen topologischen Raum mit einer stetigen Abbildung nach X. Topologischer lasse ich dann oft auch weg. Und die Idee bei der Überlagerungstheorie ist, dass wir komplizierte Räume X besser verstehen, indem wir gewisse Räume über X uns anschauen und studieren. Ja, die Vorstellung, die wir von so einem topologischen Raum über X haben, ist auf der einen Seite dieser Raum mit der Abbildung nach X, auf der anderen Seite denken wir oft an die Familie der sogenannten Fasern. Also der Begriff Faser meint nichts anderes als das Urbild, und das bezeichnen wir dann mit y unten klein x häufig, das Urbild des Punktes klein x. Also im Grunde gilt schon für den Begriff der Abbildung. Ne? Manchmal hilft es, ihn sich ein bisschen anders vorzustellen. Man lernt ihn immer kennen als eine Maschine. Ich nehme ein Element aus einer Menge, packe das in die Maschine und bekomme ein Element aus der anderen Menge heraus. Ja. Aber völlig äquivalent ist, ich nehme eine Menge und zerlege sie in eine disjunkte Zerlegung von Teilmengen und parametrisiere diese Zerlegung über eine andere Nämlich Menge. Die Urbilder, genau. Der das ist Punkte im Bildraum. Genau, und manchmal ist die eine Vorstellung hilfreicher, manchmal die andere Vorstellung. Wirklich dasselbe Konzept, und auch diese Begriffe injektiv und surjektiv werden dann plötzlich ganz einfach. Ne? Eine Abbildung heißt injektiv, wenn jeder dieser Zerlegungsmenge höchstens ein Element enthält, und sie heißt surjektiv, wenn sie mindestens ein Element enthält. Ich führe noch eine Schreibweise ein, bevor wir dann schnell zum Begriff der Überlagerung kommen, nämlich: Wenn wir eine Teilmenge haben, dann, also eine Teilmenge A in X, dann schreiben wir Y eingeschränkt auf A, und wir verstehen darunter den Raum über A. Also mit der Einschränkung der Projektion. Wird das dann ein Raum über A? Und hier ist A eine Teilmenge in X. Also so eine Schreibweise, die ganz hilfreich ist. Und nun können wir den Begriff lokal trivial definieren, den wir brauchen, um dann auch den Begriff Überlagerung einzuführen. Ein topologischer Raum Y über X heißt trivial, sicherlich überbenutzt in der Mathematik, dieser Begriff, aber gut, wenn Y zu dem Raum X Kreuz F, und X Kreuz F ist jetzt topologisches Produkt von dem Raum X und irgendeinem topologischen Raum F, und dieses X Kreuz F fasse ich aber auch wieder auf als Raum über X mit der offensichtlichen Projektion
nach x. Wenn das zu diesem Raum über x homeomorph ist, ich sage gleich, was ich damit meine. Moment, homeomorph kann man sich leicht verschreiben. Also ich sage, was das bedeutet. Das heißt, es gibt einen Homeomorphismus von y in dieses Produkt. Und dieser Homeomorphismus, der muss so existieren, dass es, also es muss einen Homeomorphismus geben, der kommutiert mit den Projektionen. Also hier nenne ich das einfach mal Projektion 1 oder Projektion auf x. Das ist vielleicht noch besser, offensichtliche Projektion auf x. Es gibt einen Homeomorphismus H mit dieser Kommutativität. Dann nennen wir das, diesen Raum y über x trivial. Und ja, vielleicht sollte ich noch sagen, für, also eigentlich, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, hätte ich vielleicht noch besser dazu schreiben sollen. Also wir nennen den trivial, wenn es einen topologischen Raum F gibt, so dass y zu x kreuz F über x homeomorph ist. Also vielleicht füge ich das hier noch ein, für einen topologischen Raum F. Also wenn es so einen Raum gibt und so einen Homeomorphismus, dann ist es trivial. Wir nennen einen Raum über x Faserbündel, wenn dieser Raum lokal trivial ist im folgenden Sinn. Also y über x ist ein Faserbündel, über x. Ja, wenn es lokal trivial ist. Auch das muss ich einführen. Und das bedeutet, für jeden Punkt in x gibt es eine Umgebung um x oder von x, sodass der eingeschränkte Raum über, also der eingeschränkte Raum bezüglich u über x trivial wird. Also mit der Notation von oben. Nochmal zur Erinnerung, das war ja nichts anderes als das Urbild hier von U, dieser Umgebung von X. So. Eine Überlagerung über X oder eine Überlagerung von X, sagt man auch. Ist nun ein Faserbündel über x, dessen Fasern diskret und nicht leer sind. Also diese Räume f, die wir da oben hatten, die sollen jetzt diskrete topologische Räume sein.
gucken wir uns nochmal diese verschiedenen Begriffe alle an. Also gestartet sind wir mit diesem Begriff, wann ist ein Raum über x trivial? Da hatten wir dieses Diagramm, das muss so ein x Kreuz f sein. Das haben wir bei einem Faserbündel nicht global, ein derartiges Diagramm, aber wir können diesen Raum über x einschränken auf Umgebungen und das können wir für jeden Punkt klein x und x machen, sodass wir so eine Trivialität bekommen. Und wenn jetzt zusätzlich diese Räume f, die wir hier haben, nicht leer und diskret topologisch Räume sind, dann erhalten wir den Begriff der Überlagerung. Und die Forderung nicht leer impliziert dann insbesondere, wie vorhin gesagt, dass diese Überlagerungsabbildungen surjektiv sind. Ja. Jetzt einige Anmerkungen. Also nochmal ein Rückgriff auf das Kapitel Kategorientheorie. Diese Räume über x bilden selbst eine Kategorie. Häufig wird das als Top X bezeichnet. Das ist eine Kategorie. Mit folgenden Objekten, also die Objekte von Top X sind einfach Räume über X. Die Morphismen sind Abbildungen, die so ein kommutatives Diagramm mit den Projektionen zu X bilden, also ein Morphismus sieht immer so aus, man hat hier zwei Räume über X und dann ist ein Morphismus eine stetige Abbildung von Y nach Y' hier, der mit diesen Projektionen, also ich nenne sie jetzt Projektionen, weil wir uns da tatsächlich immer surjektive Abbildungen vorstellen, auch wenn es jetzt in der Definition nicht vorausgesetzt war. Also Morphismus ist f stetig. Also f eine stetige Abbildung zwischen Räumen über x mit dieser Kommutativität. Und ja, was heißt jetzt trivial? Trivial heißt jetzt, dass ein Raum isomorph ist in dieser Kategorie zu dem Raum über x der Form x kreuz ein anderer Raum f mit der offensichtlichen Projektion nach x. Wenn der Raum dazu isomorph ist, nennen wir ihn trivial. Dann eine weitere Bemerkung oder Definition kann man vielleicht auch sagen. Die Blätterzahl einer Überlagerung von y nach x, also eine Überlagerung von x, bei klein x ist einfach die Kardinalität der Faser über klein x, Mächtigkeit, ja, und man spricht dann auch von einer n-blättrigen Überlagerung, wenn die Blätterzahl konstant gleich der Zahl n ist. Wenn jetzt die Überlagerung über einen zusammenhängenden Raum x ist, dann ist diese Blätterzahl tatsächlich auch konstant. Also man muss gar nicht dazu sagen, Blätterzahl bei klein x, sondern die Blätterzahl ist für alle Punkte klein x gleich, wenn ich einen zusammenhängenden Raum x habe und das ist eine Konsequenz der lokalen Trivialität. Denn die Blätterzahl, wenn ich die jetzt mal als Abbildung verstehe, also das wäre ja dann eine Abbildung von x nach n, also n mit der 0 und sie kann auch unendlich sein. Schreiben wir es ruhig nochmal hin, also klein x
N ohne der 0, ne? Du wolltest ja, dass sie nicht leer sind. Ah, richtig. Ja, dann passt ja die Notation auch. Ja. Klein x wird abgebildet auf die Mächtigkeit von p hoch minus 1 von x. Also nochmal, um die Notation einzuüben, hätte ich auch so schreiben können. Diese Abbildung ist lokal konstant. Was bedeutet lokal konstant? Das bedeutet, dass ich um jeden Punkt klein x in x eine Umgebung finde. Wenn ich hier mein klein x habe, dann finde ich hier eine Umgebung u, sodass diese Abbildung, jetzt nenne ich sie mal b, klein b, dass auf dieser Umgebung b konstant ist. Das bedeutet lokal konstant. Und das ist direkte Folgerung. Warum? Ja, wir wissen ja, um jedes klein x gibt es eine Umgebung u, sodass die Einschränkung der Überlagerung auf u trivial ist. Das heißt, bis auf Homomorphie sieht diese Überlagerung über dieser Menge u aus wie x kreuz f, wobei f eine diskrete, diskreter topologischer Raum ist. Und die Blätterzahl über Punkten in u ist dann einfach die Kardinalität, die Mächtigkeit von diesem f und damit eben auf u konstant. Also die Blätterzahl ist lokal konstant. Wenn ich jetzt das topologisch, diese Abbildung B, die Blätterzahl als Abbildung zwischen topologischen Räumen auffassen möchte, dann kann ich das auch machen. Ich könnte nämlich hier diesem Raum hier die diskrete Topologie geben. Warum nicht? Und wenn ich das tue, dann folgt aus der lokalen Konstanz dieser Abbildung, dass die Abbildung stetig ist. Also stetig als Abbildung in diesem diskreten Raum. Und die Folgerung ist jetzt eben, dass wenn wir eine stetige Abbildung haben von einem zusammenhängenden Raum in irgendeinen anderen Raum, wissen wir ja schon, das Bild ist zusammenhängend. Aber auf der rechten Seite haben wir hier eine diskrete Topologie. Das heißt, die Zusammenhangskomponenten auf der rechten Seite hier, diese Abbildung B, sind einpunktige Mengen. Und damit ist die Abbildung dann selbst konstant. Also Folgerung. Ich bleibe mal bei Blau, weil das eben jetzt diese Zusatzfolgerung ist, wenn wir das mit der Topologie ausstatten. Folgerung. Wenn x zusammenhängend ist, dann folgt b von x ist zusammenhängend und damit b ist konstant. Also macht es Sinn, bei Belagerung mit zusammenhängenden Räumen von der Blätterzahl zu sprechen. Es ist höchste Zeit, jetzt ein paar Beispiele sich anzuschauen von Überlagerungen. Und das erste Beispiel ist die hoch n-Abbildung in den komplexen Zahlen. Und zwar betrachte ich die Abbildung, komplexe Zahlen ohne die 0 auf sich selbst, die z abbildet auf z hoch n. Und ich behaupte, das ist eine n-blättrige Überlagerung. Gut, vielleicht mal, bevor wir das tatsächlich nachweisen, eine Vorbemerkung. Warum nehme ich die 0 raus? Gut, c genauso wie c ohne die 0 sind beide zusammenhängend. Das heißt, ich könnte diese Abbildung natürlich auch auf ganz c definieren, aber wäre sie eine Überlagerung, dann wäre die Blätterzahl konstant und das Urbild der 0 unter der Abbildung z geht nach z hoch n ist aber 1. Da gibt es nur die 0, die darauf abgebildet wird.
Und das Urbild, das heißt die Mächtigkeit der Phase, die Blätterzahl außerhalb der Null, ist aber n. Es gibt n Punkte in C, die unter der Abbildung z geht nach z hoch n auf eine gegebene nicht null komplexe Zahl abgebildet werden. Und das kann nicht sein. Das heißt also, wenn ich die 0 dazu nehmen würde, dann weiß ich aus der Konstanz der Blätterzahl, die wir gerade diskutiert haben, das kann dann keine Überlagerung sein. Deswegen hier also C ohne die 0 und auf, diesem, auf dieser punktierten komplexen Ebene haben wir dann tatsächlich eine Überlagerung gegeben. Warum? Beziehungsweise was müssen wir jetzt nachweisen, um hier diese lokale Trivialität zu bekommen? Wir müssen zu jedem Punkt in C mal hier Z in C ohne die 0, dann wissen wir, okay, es gibt n Lösungen der Gleichung x hoch n ist gleich z, das wissen wir schon. Das heißt, es gibt irgendwelche komplexen Zahlen, und zwar n Stück. Die nenne ich jetzt mal, naja, ich würde es jetzt lieber y nennen, um Notation von vorhin zu bleiben, anstatt x. Haben wir hier ein y. Das sind die Lösungen dieser Gleichung. So, und jetzt, wenn ich mal hier einen Punkt betrachte, hier unten, y1, dann kann ich das Differential ausrechnen, dieser Abbildung. Das Differential an dem Punkt hier unten wäre n mal y1 hoch n minus 1, ungleich 0. Genauso gut kann ich das als Abbildung von r² ohne die 0 nach r² ohne die 0 ausrechnen und dann die Jacobi-Matrix, die entspricht dann dieser komplexen Ableitung und die ist an all diesen Punkten, y1, y2 bis yn, wäre das eine tatsächlich invertierbare Matrix. Und der Umkehrsatz aus der Analysis besagt dann, dass ich hier eine offene Umgebung finde, U1, die diffeomorph auf eine offene Umgebung, die nenne ich jetzt V1, abgebildet wird. Ich brauche jetzt mal einen Namen für diese Abbildung hier, diese Potenzabbildung, nenne ich mal wieder P. Und dieses V1 wäre jetzt P von U1. Und nochmal, Umkehrsatz der Analysis impliziert, dass ich hier einen Diffeomorphismus habe. Und natürlich kann ich jetzt auch UI schreiben, kann ich das für alle machen. Es gibt also Umgebungen mit dieser Eigenschaft. Die kann hier ein bisschen anders aussehen, V2 und so weiter. Wenn ich jetzt all diese Umgebungen an diesem Punkt Z schneide, kriege ich eine kleine Umgebung, die nenne ich mal V, also V ist hier jetzt der Schnitt über diese endlich vielen offenen Umgebungen, damit selbst eine offene Umgebung von dem Punkt Z. P hoch minus 1 von V ist W1 vereinigt Wn, aber das Bild, das man sieht, ist wie in diesem Bild eben zu sehen, ist eine Ansammlung von disjunkten Umgebungen von Y1 bis Yn. Und ich behaupte, dass wir jetzt lokale Trivialität bekommen über V, also P ist eingeschränkt über V trivial und schreibt das jetzt, kann man direkt hinschreiben, denn das Urbild von V ist, schauen wir uns nochmal das Bild an, diese Vereinigung der W1 bis Wn, das sind aber offene, disjunkte Umgebungen, die in der komplexen Ebene liegen. Das heißt, als topologischer Raum ist das tatsächlich nichts anderes als die
topologische Summe. Also das ist das hier. Wenn ich die Räume mit der Teilraumtopologie nehme. Genau. Hier haben wir jetzt V kreuz einen diskreten Raum. Da nehme ich den Raum 1 bis n, einfach diese endliche Menge mit der diskreten Topologie. Und hier haben wir die offensichtliche Abbildung nach V. Hier haben wir die Abbildung durch P. Und diese Abbildung, die wir suchen ja jetzt hier einen Homomorphismus. Ja, und wie sieht der aus? Dieser Homomorphismus H, der ist jetzt dadurch gegeben, dass H eingeschränkt auf WI einfach die Abbildung P selbst ist. Und dadurch, dass diese Abbildung P durch den Umkehrsatz eingeschränkt auf diese Umgebungen UI nach VI und deswegen auch von WI nach V jeweils Diffeomorphismen sind, also insbesondere Homomorphismen, kriegen wir insgesamt jetzt diesen Homomorphismus H und damit ist der Nachweis gezeigt, dass diese Abbildung oder dieser Raum lokal trivial ist. Wenn man diese Überlagerung einschränkt auf S1 in dem folgenden Sinne, also S1 nach S1, S1 stelle ich mir jetzt als Teilmenge von C ohne die 0 vor und dieser Raum über S1 ist eben die Einschränkung des vorherigen Raums über C ohne 0 auf S1, ist damit dann auch selbst eine Überlagerung. Einschränkung des vorherigen Beispiels. Ist selbst eine Überlagerung und natürlich auch wieder eine n-blättrige. Wenn man jetzt das ein bisschen bildlich sich vorstellen möchte, dann sollte man sich das so vorstellen. So, also hier ist die S1 und dann male ich hier mal eine dreiblättrige Überlagerung, also die, die wir gerade studiert haben natürlich. Und dann wäre das Bild so. Wobei jetzt, damit man das gut malen kann, male ich die S1, die das Y jetzt darstellen soll, nicht geschlossen, aber natürlich dieser Punkt, der hier ist, wird identifiziert mit diesem Punkt, sodass wir tatsächlich eine S1 bekommen. Aber damit man das hier schön, die Projektionsabbildung schön illustrieren kann, lassen wir das hier so offen und stellen uns das hier einfach identifiziert vor an dem Punkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Punkt habe und eine kleine offene Umgebung um diesen Punkt, dann sehe ich also die Urbilder sehen ja so aus. Jetzt habe ich so ein Fokussierungsproblem, das ist hinten, das ist vorn, genau. Also das heißt, das Urbild von dieser blauen Umgebung hier unten sind drei disjunkte blaue Umgebungen hier oben. Also das ist die lokale Trivialität. Lokale Trivialität heißt dann eben auch, dass ich, wenn ich einen Punkt habe hier oben, der auf diesen gegebenen Punkt unten abbildet, dann habe ich eben um diesen Punkt auch eine Umgebung, die homeomorph auf eine Umgebung hier unten abbildet. Und dieses Bild ist auch der Grund dafür, warum man so gerne davon spricht, dass ein Raum über einem anderen ist. Ne? Man malt den da so drüber und erkennt ja dann die Projektionsabbildung wirklich an das sozusagen senkrecht nach unten drücken. Also man kann die Abbildung oben, so wie sie da steht, wenn jetzt S1 ganz normal als Einheitskreis in C eingebettet ist, auch irgendwie geometrisch verstehen. Also die Urbilder wären dann so reguläre N-Ecke in der Ebene.
Aber was man jetzt macht, ist, dass man den Kreis eben n mal so um sich selbst schlingt, dass diese Punkte des regulären n-Ex gerade übereinander liegen. Wir haben auch im Skript haben wir ein Bild von dem ersten Beispiel, also von c ohne 0 nach c ohne 0, wie so diese Ebene sich dann so aufhört. Also eine Wendelfläche. Ja, genau. Und das ist auch historisch ein wichtiges Beispiel, weil diese Überlagerungstheorie, die ist von Riemann zum ersten Mal eingeführt worden, und zwar in der Funktionentheorie. Da ging es dann darum, Umkehrfunktionen zu finden, wie zum Beispiel hier die Umkehrfunktion von z nach z hoch n ist die nte Wurzel. Aber wenn Sie mal Funktionentheorie hatten, wissen Sie, nte Wurzel ist nicht auf der gesamten komplexen Ebene definiert. Und um die Umkehrfunktion zu definieren, hat er Überlagerung eingeführt, dann waren diese Funktionen dann eben auf den Überlagerungen definiert. Mhm. Und so hat sich auch das ganze Gebiet der Riemannschen Flächen dann entwickelt. Jetzt, was man an diesem Beispiel jetzt noch nicht so überzeugend sieht, ist eine Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe, nämlich wir studieren Überlagerungen, um komplizierte Räume durch einfache Räume zu überlagern. Jetzt haben wir hier ein Beispiel, wo wir den Raum durch sich selbst überlagert haben. Da ist jetzt sicherlich nicht einfacher geworden. Aber man kann auch folgendes Beispiel betrachten. Jetzt mal eine unendliche Überlagerung, nämlich R nach S1. Und zwar bilde ich n mit der Exponentialfunktion jetzt ab. Also, nee, das möchte ich nicht n nehmen, das möchte ich lieber t nennen. Also, 2πt. 2πit. Ja, Entschuldigung. Danke. Und das ist eine unendlich blättrige Überlagerung von S1. Auch hier ist der Nachweis nicht schwer. Das Bild ist ganz ähnlich, wie wir es gerade hatten. Muss man sich so vorstellen. Hier habe ich die S1. Und hier habe ich jetzt so eine unendliche Spirale, und zwar unendlich in beide Richtungen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Das ist das Bild. Und diese unendliche Spirale ist nichts anderes als eine unendliche Gerade oder Linie, topologisch. Also das ist einfach nur R. Und so sollte man dann diese Überlagerung sich auch bildlich eben visualisieren. Und was man jetzt sieht ist, wir haben hier einen Raum S1, okay, ist jetzt zugegebenermaßen jetzt auch nicht sehr schwierig und komplex, aber trotzdem topologisch haben wir jetzt eine Vereinfachung erreicht. Wir haben nämlich diesen Raum S1 durch einen Raum überlagert, der zusammenziehbar ist. S1 selbst ist nicht zusammenziehbar, das wissen wir, aber R ist zusammenziehbar. Und insofern ist topologisch hier jetzt schon diese Situation eingetreten. Ein komplizierter Raum. Oder etwas komplizierterer Raum wird durch einen einfacheren Raum überlagert. Und das ist ein wichtiges Thema im weiteren Kapitel. So, ein weiteres Beispiel ist die Einpunktvereinigung von S1 und S1. So, bei der Einpunktvereinigung von S1 mit sich selbst gibt es eine ganze Reihe, eine ganze Fülle von Überlagerungen, und warum das so ist, werden wir noch sehen. Das hängt eng mit der Fundamentalgruppe von diesem Raum X zusammen. Für jetzt wollen wir nur drei Beispiele betrachten, die sehr unterschiedlich ausschauen. Ich habe die hier schon mal eingezeichnet. Also wir haben hier die Räume Y1, Y2 und Y3. Y1 sind einfach drei solche Kreise, die hier an diesen Punkten hier verbunden sind, Einpunktvereinigungen. Und bei Y2 haben wir folgendes Bild, da haben wir hier so eine unendliche Gerade, und an jedem Punkt, also wenn Sie so wollen, an den ganzen Zahlen, haben wir solche Schleifen. Und Y3 sieht nun wieder ganz anders aus. Y3 ist ein vierregulärer Baum, das heißt, das ist ein Baum, der an jedem Punkt vier Kanten hat, die da weggehen, und der hier immer weitergeht. Also hier ist nur ein kleiner Ausschnitt gezeichnet von diesem Baum.
also der unendliche vierreguläre Baum, und das erklärt jetzt zumindest mal die Räume Y1, Y2 und Y3. Jetzt muss ich Ihnen noch erklären, wie diese Abbildungen P1, P2 und P3 gemacht sind. Die sollen ja dann Überlagerungen geben. Und bei Überlagerungen von X ist es ganz hilfreich, sich diese Abbildungen dadurch zu überlegen, dass man jetzt mal diesen beiden Schleifen hier einen X-Namen gibt. Also wir nennen das mal hier A und B. A und B, im Skript habe ich es jetzt gerade andersrum gemacht, bleiben wir mal wie im Skript, obwohl das jetzt wirklich egal ist, aber ich möchte es genauso haben. Also, diese Schleife mache ich mal so und dann haben wir hier A. Und noch ist nichts passiert, aber indem ich jetzt diese Schleife hier in dieser Durchlaufrichtung mit B bezeichne, also im Prinzip, was ist dieses B? Das B ist tatsächlich einfach dieser Weg, der hier diese linke Schleife so durchläuft, und A steht für den Weg, der diese Schleife hier durchläuft. Und die Abbildungen kann ich jetzt dadurch beschreiben, dass ich hier diese Schleifen bei Y1 mit A und B versehe. Also nehme ich hier mal A, hier B, hier B und hier A. Also was ist jetzt hier gemeint? Hier ist gemeint, die Abbildung P1 ist so gemacht, dass das hier so auf dieses A hier abgebildet wird. Weiter, also dieser Punkt geht natürlich, hier gibt es ja nur den Punkt, dieser Punkt geht auf diesen Punkt. Weiter, wenn ich dieser Punkt hier, der geht natürlich auch auf diesen Punkt. Und wenn ich jetzt hier diesen oberen Halbkreis durchlaufe, dann bedeutet das, dass ich den hier mit B versehen habe, dass ich hier sozusagen mit doppelter Geschwindigkeit das hier durchlaufe. Also an dem Punkt bin ich hier, dann laufe ich hier so durch und wenn ich das mache, laufe ich hier sozusagen mit doppelter Geschwindigkeit hier durch. Das beschreibt mir, was die Abbildung macht hier auf diesem Teil. Hier unten ist es genauso. Wenn ich hier unten den Halbkreis durchlaufe, durchlaufe ich eben auch mit doppelter Geschwindigkeit nochmal denselben Halbkreis hier und hier eben nochmal mit A. Wenn ich hier diese Schleife durchlaufe, dann ist die Abbildung P1 hier darauf beschrieben, dass ich so abbilde, dass es genau hier so drauf geht. Also diese Kennzeichnung mit A und B und diesem Durchlaufsinn ist wirklich eine Beschreibung der Abbildung P1. Und ich behaupte, diese Abbildung P1 ist eine Überlagerung. Und zwar eine zweifache Überlagerung. Dazu, ja, guckt man sich erstmal an. Also hier, dieser Punkt ist ja irgendwie ein besonderer Punkt. Hat zwei Urbilder, nämlich diesen Punkt und diesen Punkt. Alle anderen Punkte gehen ja dann auf das Innere dieser Schleifen. Das ist schon mal gut. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier einen Punkt nehme, also machen wir mal hier und hier so eine Umgebung mir anschaue. Wie sieht das Urbild denn hier aus? Naja, das hier wird dahin abgebildet und hier geht ja alles nach B. Und jetzt müsste es richtig sein, wenn ich sage, das hier wird auf diese Seite hier abgebildet. Das heißt, das Urbild dieser Umgebung ist tatsächlich eine topologische Summe von zwei Umgebungen hier in Y1, die beide homomorph sind zu dieser Umgebung. Und das ist nichts anderes als die lokale Trivialität über dieser kleinen Menge U. Wenn ich das hier drüben bei B mache, wird es ganz ähnlich sein. Also wenn ich hier mal eine Umgebung nehme, nehmen wir die mal U', und ich gucke mir das Urbild in Y1 jetzt an, dann werde ich feststellen, dass ich die Urbilder so liegen. Die Urbilder sind genau diese beiden Umgebungen und deswegen ist Y1 eingeschränkt über U' nichts anderes als U' selbst, wenn man so will, kreuz
die Menge 1, 2, was nichts anderes heißt als die topologische Summe dieser beiden Umgebungen, die beide jeweils homomorph sind, zu U'. Also auch da ist lokale Trivialität okay, bei Punkten, die im Inneren der Schleife B liegen. Da haben wir schon nachgeprüft. Ist noch die Frage, was ist jetzt, wenn wir so eine Umgebung nehmen von diesem ausgezeichneten Punkt in der Mitte, eine Umgebung U'. Würde ja jetzt so aussehen. Und da müssen wir jetzt gucken, jetzt wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich, tun wir die mal wieder weg, damit wir nicht zu viel Blau hier haben. Ah, gerade falsch. So. Und hier. Bereinige ich das auch nochmal schnell ein bisschen. Ja, wie sieht das jetzt aus? Das Urbild dieser blauen Umgebung, da kriegen wir genau das hier. Man sieht ja, das hier geht dahin, das hier geht dahin und, nee, habe ich es jetzt richtig angezeichnet? Also nochmal, das hier geht dahin, das hier geht dahin und das hier und das hier geht jeweils auf diese beiden und hier drüben auf der Seite ist es genauso. Also auch hier haben wir die Situation, die Umgebung hier im Urbild ist einfach nur zwei homöomorphe Kopien dieser Umgebung und damit auch hier lokale Trivialität von P1 über diesen Punkt. Also das ist der bildliche Nachweis, dass P1 tatsächlich eine Überlagerung ist und zwar mit zwei Blättrige. Gut, gucken wir uns P2 an. P2 muss ich noch erklären. Ich habe ja nur Y2 hingemalt. Wie ist jetzt hier diese Abbildung gedacht? Die ist folgendermaßen gedacht, dass all diese Schleifen hier gehen auf die Schleife A. Alle Punkte, sozusagen wenn ich mir das als reelle Zahlengerade an mir vorstelle, und das sind gerade die Punkte, die den ganzen Zahlen entsprechen, all diese ganzzahligen Punkte gehen auf diesen Punkt in der Mitte und diese Abschnitte hier gehen jeweils auf B. Also so muss man sich die Abbildung vorstellen, so ist sie gemacht und das muss, wenn es überhaupt eine Überlagerung ist, eine unendlich blättrige Überlagerung sein und das ist sie auch tatsächlich. Also ich behaupte, P2 ist eine unendlich blättrige Überlagerung. Und auch hier hilft es, sich diese Urbilder und Umgebungen von gewissen Punkten anzuschauen. Also wenn ich ja, hier wieder mal so eine Umgebung nehme, dann ist das Urbild dieser Umgebung homöomorph zu einer, und zwar homöomorph über den Raum X, zu einer topologischen Summe von unendlich vielen homöomorphen Kopien dieser Umgebung. Also irgendwie so. Bei B liegen diese Kopien dann eben hier in diesen Segmenten. Und ja, wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt diesen ausgezeichneten Punkt in der Mitte mir wieder hernehme? Also ein bisschen bereinigen wieder. Ja, wenn ich mir das hier anschaue, und davon die Urbilder, dann sieht das so aus. Und auch hier sehen wir, das Urbild von dieser Umgebung hier ist eine topologische Summe von unendlich vielen
Umgebungen in Y2, die aber alle homomorph sind zu der Umgebung U. Also das ist nochmal ganz wichtig. Lokale Trivialität, das war dieser Homomorphismus über X zu der Umgebung kreuz einen diskreten Raum, aber eine Umgebung kreuz einen diskreten Raum ist dasselbe wie die topologische Summe von dieser Umgebung, und zwar wie viele Kopien nimmt man, ja genauso viele wie Elemente in der Phase sind. Also das ist der Nachweis, der zu führen ist. Ich muss zeigen, das Urbild von dieser Umgebung besteht aus einer topologischen Summe von dazu homomorphen Räumen. Und das ist der Fall. Haben wir also P2 dadurch erklärt. Jetzt gucken wir uns zum Abschluss diese Abbildung P3 an. Und auch hier selbes Spiel. Ich muss irgendwie beschriften mit A und B. Also das Bild wird so sein, oder die Abbildung P3 wird so sein, dass all diese Punkte, all diese, wenn Sie sich es als Graphen vorstellen, dann der natürlich hier immer weitergeht, all diese Ecken gehen alle auf diesen Punkt hier. Und die Kanten dieses Graphen, die gehen eben auf diese beiden Schleifen. Und wie sie gehen, beschreibe ich durch eine Beschriftung. Und zwar möchte ich so machen, dass das hier auf A geht und das geht hier auf A und die Horizontalen sind sozusagen mit A beschriftet und die vertikalen Kanten sind mit B beschriftet. Also um nachzuprüfen, ob so ein Bild eine Überlagerung bildet, muss man effektiv immer nur gucken, ob an den Kreuzungspunkten es einen eingehenden und einen ausgehenden Pfeil gibt für A und für B. Das ist sozusagen das, was man prüfen muss. Richtig, richtig. Weil man sieht ja auch hier, es geht hier sozusagen, dieser Weg geht einmal hier raus und da geht er ja wieder rein. Und sozusagen, ich muss ja genau dieselbe Situation erreichen, dann oben. Und ja, wie du sagst, das sieht man dann sofort, genauso haben wir es gemacht. Also es beschreibt die Abbildung und auch hier haben wir eine unendliche, man sagt nicht immer langwierig, unendlich blättrige Überlagerung, man sagt dann auch einfach unendliche Überlagerung. Also ich von S1 Wedge S1. Und diese Überlagerung, die werden wir wieder treffen. Das ist nämlich eine ganz besondere Überlagerung. Was wollte ich jetzt? Nee, ich wollte hier in Klammern unendlich schreiben, als Abkürzung für unendlich blättrig. Das ist eine ganz besondere Überlagerung. Das ist nämlich eine sogenannte universelle Überlagerung. Aber was das bedeutet, sozusagen Endziel dieses Kapitels. Sagen wir nochmal alle zum Abschluss. Alle, die wir diskutiert haben, wir werden sehen, dass dieser Raum X tatsächlich noch viel, viel mehr Überlagerungen hat und wir werden eine gewisse Klassifikation dann mit Hilfe der Fundamentalgruppe von X im Laufe des Kapitels dann mehr zum Abschluss hin durchführen.